Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist kein Zufall, dass die Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion uns in ihrem Antrag direkt ansprechen. Denn wenn es um Grundrechte geht, sind Bündnis 90 Die Grünen die kompetente Partei. Manche Grundrechte haben wir schon verteidigt, als sie noch nicht allgemein akzeptiert und noch nicht in Gesetzen festgeschrieben waren, beispielsweise der Umwelt- und Naturschutz, beispielsweise der Datenschutz. Die Bürgerrechtsbewegungen der 1970er Jahre waren Anlass zur Gründung unserer Partei, der Westdeutschen Grünen. Diese Werte und diese Menschen bilden das Fundament, auf dem meine Fraktion steht, die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Deshalb begrüßen wir Grünen die Orientierungshilfe Videoüberwachung des Düsseldorfer Kreises vom September 2015. Sie ist ein wichtiger Leitfaden für die Weiterentwicklung des Datenschutzes im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Weil nicht jeder weiß, worüber sich der Düsseldorfer Kreis. Der Düsseldorfer Kreis ist ja bekannt, ist die Arbeitsgemeinschaft der Datenschützerinnen und Datenschützer des Bundes und der Länder, sich dort Gedanken gemacht hat, möchte ich ein paar Stichworte nennen. In dieser Orientierungshilfe für die Videoüberwachung im ÖPNV geht es um erstens die generelle Zulässigkeit der Videoüberwachung, zweitens die Maßnahmen vor Einrichtung einer Videoüberwachung und drittens die Grundsätze zur Durchführung dieser Videoüberwachung. Diese Erwägungen werden detailliert vollzogen und weitreichende Forderungen werden formuliert. Dem wird ein Grundsatz vorangestellt, den auch diese Landesregierung immer vertreten hat und weiterhin vertreten wird. Wir sagen, jede optisch-elektronische Überwachung des öffentlich zugänglichen Raumes muss dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Landesdatenschutzgesetz entsprechen. Dies gilt natürlich auch für die Bahnhöfe, für die Haltestellen, für die Stadtbahnen und für die Busse, für alle Anlagen des ÖPNVs. Damit sind wir an dem entscheidenden Punkt. Diese Orientierungshilfe ist eine Seite der ewigen und unverzichtbaren Abwägung des staatlichen Handelns zwischen Freiheit und Sicherheit. Eine zweite Seite ist der Wunsch des Fahrgastes des öffentlichen Personennahverkehrs, sein Fahrziel gesund und ohne unzulässige Einschränkung seiner Grundrechte zu erreichen. Das ist nicht automatisch gewährleistet. Dazu braucht es Rahmenbedingungen. Die Landesregierung muss dafür Sorge tragen, diese zu gewährleisten. Die Aufgabenträger des öffentlichen Nahverkehrs müssen dafür Sorge tragen, die Verkehrsunternehmen und deren Beschäftigte müssen dafür Sorge tragen, die Fahrzeughersteller und Lieferanten müssen dafür Sorge tragen, nicht zuletzt tragen die Kolleginnen und Kollegen der Bundes- und Landespolizei täglich dafür Sorge, diese Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Deshalb ist es legitim, wenn der Landesverkehrsminister dieser Koalition über Verbesserungsmöglichkeiten im ÖPNV nachdenkt. Es braucht die ständige Beobachtung, Evaluation und Überarbeitung aller rechtlichen und technischen Zusammenhänge, um das komplexe System der öffentlichen Verkehre am Laufen zu halten. Ohne umfassende Sicherheitskonzepte wäre es unverantwortlich, tagtäglich Millionen Menschen quer durch die Republik zu transportieren. Zweifelsohne ist dies auch ein Thema für die Verkehrsministerkonferenz. Ein Baustein, ich betone, ein Baustein eines Sicherheitskonzeptes kann auch die Videoüberwachung sein. Ein Baustein von vielen. Mehr Personal vor Ort in den Tagesrandzeiten bleibt unverzichtbar. Wo nötig, werden die Wartungs- und Reinigungsintervalle verkürzt. Es gibt das Kompetenzzenter Sicherheit, das das Land eingerichtet hat. Es gibt die Datenbank der Zentralstelle für regionales Sicherheitsmanagement und Prävention, in der alle sicherheitsrelevanten Vorfälle erfasst werden. Die Aufgabenträger sind bereits auf vielen Ebenen aktiv. Wenn man diese Anforderungen an dem ÖPNV mit der Orientierungshilfe des Düsseldorfer Kreises zusammen denkt, dann werden schnell einige Punkte sichtbar, über die wir in der heutigen Zeit diskutieren müssen. Genau das tun wir, fortwährend. Ich darf sagen, wir hätten es begrüßt, wenn sich wie vor 15 Jahren alle Beteiligten, die Datenschutzbeauftragten, die Verkehrsunternehmen, die Verbände zusammengesetzt und gemeinsam eine möglichst konsensuale Position zum Thema Sicherheit und Videoüberwachung im ÖPNV ausgearbeitet haben. Es ist kein Geheimnis. Beide Seiten liegen aktuell auseinander, was ihre Sicht der Dinge betrifft. Der Verband der Verkehrsunternehmen, der Dachverband, also der öffentlichen Verkehrsunternehmen VDV, fordert die Aufhebung aller Einschränkungen. Die Datenschützer fordern eher ihre Verschärfung. Es wäre im Interesse aller und ein positives Zeichen gewesen, diese Klärung zu leisten und dann gemeinsam die stattgefundene technische Weiterentwicklung auf Basis der Erfahrungen der letzten 15 Jahre nachzuvollziehen. Vielleicht gelingt es noch. Wir Grüne würden uns darüber sehr freuen. Die Diskussion ist aber kein Konflikt innerhalb der Koalitionsfraktionen. Deshalb läuft die Initiative der Piraten hier ins Leere.
Die Bürgerinnen und Bürger lassen sich mit solchen Anträgen oder solchen Anfragen und auch Aktuellen Stunden nicht beeindrucken. Das gilt auch für den hier wiederholten CDU-Antrag. Wir stehen für die Freiheit und für die Sicherheit der Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen. Darauf können Sie sicher sein. Das werden wir auch weiterhin tun. Vielen Dank.